So, Sandy, wir gehen rauf auf den Server, ne? Lass mich das mal kurz hier erstmal öffnen. Ach, Sandy ist ja noch gar nicht da. Dann kann ich auch alleine schlafen gehen, ne? Ja, ich bin jetzt da. Oh, nein! Oh, das ist ein Dorf! Ich park mal kurz hier unser Boot. Steig mal aus. Wie steigt man? Mit W? Mit Doppelklick? Luca, ich fahre irgendwie weiter. Sein Donker, ey. Sandy, hier, setz dir den mal auf. Dürfen wir hier die Kühe schlachten? Ist ja nicht unser Dorf. Nein! Ey, du bist ja so ein Trottel, du sollst einsteigen. Ey, Sander, wenn du irgendwo einen Fichtenbaum siehst, sag Bescheid, ne? Ja, ich weiß nicht mal, wie es aussieht, aber okay. Dein Haus. Ich kack ab. Du, peinlich, hast noch keins, also beschwer dich nicht. Ja, das ist ja das Ziel für heute. Ich baue ja jetzt eins. Ich habe eine Idee für ein Haus, aber ich brauche halt Fichten. Digga, so. Luca, scheiß doch drauf und bau doch irgendwas. Ja, dann sieht's so aus wie dein Traktor. Ja, das liegt nur daran, weil du mir da irgendwie was Komisches aufgebaut hast nach vorne, mein Piratenschiff. Außerdem liegt Schönheit in Betracht des Menschen. Im Auge des Betrachters heißt es. Viele meinten ja schon, ich soll so ein Treehouse bauen. Auch sehr, sehr cool. Die Sache ist allerdings, dass ich Fichten benötige. Was haltet ihr davon, Leute? Ich fahre nochmal in eine andere Richtung, aber alleine. Okay. In der Zeit genieße ich einfach mal das gute Wetter. Ja, Sandy, aber du kannst ja auch schon ein bisschen weiterbauen. Ja, aber mein Haus ist doch fertig. Ach, das bleibt so. Ja, wieso? Fandest du es jetzt scheiße? Weiß ich nicht. Ausbaufähig. Du kleiner Sohn. Geh noch einmal den Berg hoch. Wenn ich von da keine Fichten sehe, dann ist mir auch egal. Dann laufe ich wieder zurück. 2000 Jahre später. Leute, hier kommen keine Fichten. Ich brauche doch nur eine Fichte. Ich brauche doch nur einen Setzling. Leute, ich brauche Fichten. Ich kann mir kein Haus bauen ohne Fichten. Scheiß auf dein scheiß Material, Junge, Alter. Bau dir das einfach aus Erde. So wie die Leute es damals schon gemacht haben, als Jesus noch gelebt hat. Weißt du, was ich gerade herausgefunden habe? Wenn man nur W drückt, springt er trotzdem automatisch. Ey, darf ich einen Schwein töten? Nein, das hältst du deine Schnauze! Komm, cheate. Ich cheate nicht, nein. Ey, würde ich das so spielen wie du, ich würde immer cheaten, ne? Luca, wollen wir mal 24 Stunden Minecraft zocken? Ich hätte Bock. Ja, ich auch. Schreibt sie unten in die Kommentare! Ey, wir werden attackiert! Von wo? Luca, ich hab da wieder Dinger! Wo bist du denn? Luca! Wo bist du? Komm jetzt ab und nach, komm hoch, komm zur Burg! Komm zur Burg! Zur Burg? Ja, es kommen Leute! Ist er wieder bei dir angegriffen! Mama! Hast du den Baum hier so abgefällt? Nein, das waren die Mitbewohner. Ah, die fällen jetzt noch Bäume bei uns hier, oder was? Willst du mich verarschen? Sander, du hast mich geschlagen, ich habe nur zurückgeschlagen. Sander, wenn du Hunger hast, musst du halt essen, ne? Ja, du siehst, ich wünschte, im echten Leben würde ich es auch vergessen, dass ich Hunger habe, Alter. Nee, no joke, du hast ja unten zwei Leisten. Links hast du die Herzen und rechts hast du die Hungerkeulen. Wenn deine Hungerkeulen weg sind, musst du was essen. Ich habe jetzt Hunger. Ja, okay, dann halt mal rechts hier gedrückt mit was zu essen, was du hast. Mm. Kann man noch Erde essen? Ich meine, lache, wenn ich jemand hasse gerade und lachen muss trotzdem. Ich laufe jetzt in diese Richtung so lange, bis ich eine verdammte Fichte finde. Luca, ich werde verprügelt! Geld. Du darfst doch nicht diese Leute angreifen. Ja, aber die haben mich so genervt. Ich dachte, das fällt keinem auf. Ey, ich kack doch ab, das ist wieder nur eine Insel, Mann! Was soll denn der Scheiß? Luca, ich bin gerade mega produktiv bei uns in der Stadt. Was machst du gerade? Ich baue einfach den ganzen Rasen ab. Hä, warum? Was ist das hier, Leute? Was ist das? Kann ich da runter oder ist das gefährlich? Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott! Der hat einen Stab in der Hand! Das ist doch Napoleon! Wurdest du getötet? Noch lebe ich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute, komme ich gegen die an? Doch, krieg ich doch easy hin, oder?
Oh mein Gott, nein, 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 nein. Luca, ey, du fuckst mich so ab. Cheat und bau dein beschissenes Haus und warten wir hier noch bis übermorgen. Ich will nicht cheaten, ich mag das nicht. Dann cheate ich für dich. Du weißt doch nicht mal, wie das geht. Weiß ja auch nicht. Schatzkarte. Ich habe eine Schatzkarte gefunden. Wofür brauchen wir die? Das heißt auf jeden Fall, dass irgendwo hier ein Schatz ist. Nein, doch. Oh. Weißt du, anstatt einfach mal mir zu helfen, weil ich hier gerade dermaßen aufgeschmissen bin, suchst du nach einem scheiß Holz. Ich komme hier nicht raus, Luca. Ich bin jetzt getötet worden jetzt hier. Ich suche nach einem Schatz. Sandra, ich finde den Schatz nicht. Das ist kein mir Schatz. Sowas von scheißegal, ob du den Schatz findest oder nicht. Bei mir geht es hier gerade um Leben oder Tod. Luca, ich schicke dir jetzt bei WhatsApp, wie beschissen hoch ich mir selber meinen Turm gebaut habe. Damit du einfach mal meine Situation vielleicht auch erkennst. 20 Sekunden später. So sieht's bei Sandra aus. Ja, da bin ich gerade runtergeflogen, habe alles an Leben verloren, habe nur noch ein halbes Leben und kein Essen. Oh, das ist traurig. Kannst du mich erstmal vielleicht retten? Wovor denn? Ich bin in der Höhle! Alleine! Ich hab den Schatz! Ich hab den Schatz! Ich hab ihn! Glückwunsch! Für so'n Kack! Ich rasch komplett aus! Rette mich doch einfach! Ich komme, ich bin unterwegs. Ich stehe vor deinem Haus. Wohin jetzt? Nach links! Die Höhle ist offen oben. Ja, jede Höhle ist oben offen, du Idiot! Eigentlich, wenn der hier ist, kann Sandra ja nicht weit sein. Siehst du mich schon? Ey, du bist ja echt so ein Trottel. Ja, verstehst du jetzt mein Problem? Dann klaust du mir noch mein ganzes Holz. Hättest du ja auch selber abbauen können. Ja, aber... Ja, wie denn? Komm gar nicht so hoch. Ja, verstehst du jetzt meinen Pain? Ja, aber du hättest ja Erde abbauen können, Sandra. Hier die Erde hättest du mit der Hand abbauen können. So, Sandy, weißt du, was ich jetzt für dich baue, falls das nochmal passiert? Was? Ich baue dir hier jetzt eine Leiter hoch. Ja, schön. Besser ist das. Komm, Sandy, wir machen dir eine Rüstung. Dann kann dir erstmal nichts passieren. Nein, ich zieh das aus. Wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus? Jetzt hast du auf jeden Fall... Jetzt kann man dir nicht mehr so viel Schaden zufügen. Guck, wenn ich dich jetzt einmal schlage, das passiert fast gar nichts mehr jetzt bei dir. Hier siehst du? Doch, doch, Lukas, hallo! An der Stelle würden Sandra und ich dann tatsächlich aus dem Stream beenden. Ich war jetzt 2,5 Stunden live. Ich weiß, gestern waren es 5 Stunden. Bitte? Ich gehe jetzt raus. Ich habe jetzt die Verbindung getrennt beim Spiel. Hab ich Bock? Ich hab keinen Bock! Ja, Leute, das war's mit Minecraft Loser für heute. Ja, ich muss mal schauen, wann ich wieder live gehe, aber wenn ihr mir auf Instagram folgt oder halt, wie gesagt, hier auf Twitch folgen.